Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei The Ship. Na, wer bist du denn? Du wirst auch noch zu meinen Opfern gehören. Irgendwann werde ich dich töten. Dich und deine ganze Sippe. Und jetzt bring mich zu deinem Anführer. Hä? Anführer? Ich erkenne keinen. Okay. Haha! Spüre den Regenschirm. Tick. Na, ins Auge. Na, komm. Na. So, zum Pagen. Denn letztes Mal haben wir, genau, wer sich nicht erinnert, ne, wir waren im Gefängnis und haben da den einen guten Typen umgebracht. Der andere wurde so umgebracht. Und keiner kommt auf die Idee, dass wir das waren. Das ist natürlich klar. Klar. Damit hast du 25 Riesen gespart. Das reicht dir immer noch nicht? Die Zeit wird knapp, Kumpel. Besuch Mr. Takamura in der Sauna. Ihm ist was über die Leber gelaufen. Alles klar. Auf in die Sauna zu Mr. Takamura. Was? Das hier ist mein Zimmer. Was? Na gut. Jedenfalls kommt das davon, wenn man... Ach, guck mal, ich sehe schon unten rechts, dass das wieder so ein Bekloppter ist, ne? Ha. Das... So. Ach komm, ein bisschen planschen hier. Heppa. Was passiert hier? Na gut. Na gut. Lassen wir das einfach mal. Ach, von da oben kann man hier beim Schwimmen zugucken. Das ist ja auch irgendwie eklig. Hi. Na? Ups. Na, komm, na, lass mich. Jimmy-san hat dich empfohlen. Ich brauche jemanden mit deinen Talenten. Meine Frau hat meinen Namen entehrt. Sie hat mich mit einem anderen Mann betrogen. Seit diesem Moment ist er tot. Aber die Tat muss noch getan werden. Tu es für mich und du wirst reich belohnt werden. No problem. Der Mann, den du suchst, ist der Kapitän dieses Schiffes. Was? Er hat mein Haus vergiftet, also soll er auf diese Art sterben. Sei schnell und tödlich wie eine Giftschlange. Klar, der Weg der Schlange ist der Pfad, den ich beschreite. Vergifte den Kapitän. Ach, ich muss mir das Gift selber suchen. Na gut, gibt's ja im Lazarett. Hallo. So, ja genau, suche im Schiffslazarett nach der Spritze mit dem Gift. Ja, guck, auf die Idee bin ich schon selber gekommen. Spiel. Was hier? Nee, es war hier hinten. Ach, ich muss noch essen. Ah, zum Glück habe ich noch Schokoriegel dabei. Nom nom nom. Ah, meine Nase juckt. Ei. Yep. Spritze. Nehmen wir direkt mal zwei mit, wegen der Sicherheit. Nein! Ach. Menno, ich habe aus Versehen... Muss ich noch mit dem Typen sprechen, oder was? Ah, jetzt muss ich meine Strafe absitzen. Na gut. Ich werde mal mir ganz kurz die Nase putzen, ne? Ah, so. Ich bin nämlich noch ein bisschen verschnupft. So. Verdammt, ich habe beide Spritzen genommen, ne? Ich hoffe, da ist jetzt noch eine Spritze. Ah, ich muss ja erstmal mit dem Typen sprechen. Alles klar.
Oi. The ship laws. Ups. Na, na. Diese Türen, ne? Hep. Hep. Was haben wir hier noch so drin? Eine Schaufel, klar. Ja, nichts braucht man dringender auf dem Schiff als eine Schaufel, ne? Wenn man mal irgendwie, keine Ahnung, mitten auf dem Meer verloren ist, kann man sich einen Tunnel zum Festland graben. So. Nein, nicht sitzen. Nicht sitzen. Sprechen. Jimmy Sun hat die. Ja. Das. So. Hm, wie sich hier das alles spiegelt. So sauber, so sauber. Sauber, sauber. So. Dann hoffe ich mal, dass da noch ein paar Giftspritzen für mich sind. Also nicht für mich, sondern für den Kapitän, ne? Na, was? Ach genau, habe ich schon gegessen? Nee, habe ich noch nicht. Das heißt, ich werde mir hier mal eben vom Automaten mal ein bisschen was zu knuspern holen. Ja. Ja, ja, was? So, mein Geld bringe ich hier mal drauf. Genau. Werden wir 250 Ocken abheben. Na, dann habe ich 73.000. Das ist ja schon was. Das ist ja schon was. Ist ja schon was. Ist ja schon was. Was haben wir hier denn eigentlich? Ach, ein Dodo. Ich dachte, das wäre der Gockel von Takatuka oder so. Ach, guck mal, das ist das, das Schwesterschiff von unserem Schiff? Vielleicht. So, ich soll die Spritze nicht rausholen, wenn ich mir die hier geholt habe, genommen habe. Verdammt. Mist. Haben wir noch irgendwo eine Ersatzspritze? Das wäre natürlich doof, wenn ich das jetzt nicht schaffen kann. Nackeball, klar. Ich brauche eine Spritze. Verdammt. Spritze. Okay, ich habe sie also noch. Es ist alles gut. Puh, ich hatte gerade echt die Befürchtung, dass ich es nicht mehr schaffen kann, aber so ist ja alles gut. Alles ist gut. Gut, gut, gut. Um meine Bedürfnisse kümmere ich mich später. Erstmal werde ich den Kapitän, wie nennt man das? Entleben? Oder so. Haha. Guck mal, die Stange, die ist auch komisch. Im Fahrstuhl ist alles komisch. Da müssen wir hin. Ist das richtig? Nein. Ach genau, hier war der Bankdirektor in der Bank. Hä? Komisch, komisch. Wie kommen wir da denn hin? So kommen wir da hin. So, hier ist der nicht, nein. Wie ist das komisch hier? Okay, okay. Also ich habe keine Ahnung, wie ich hier laufe, aber... Puh, naja.
Peak. Bitte nicht mich hier. Hallo? Yay! Na, ah, meine Nase juckt schon wieder. Ha, so, jetzt ist alles gut. Hoffe ich. Hi. Zwei, machen wir mal zu hier. Wer macht denn die Türen nicht zu? Wir müssen mit Takamura-san reden. Piep, piep. Ach, ich muss was trinken. Ja, gut. Kaufe ich mir hier halt was zu trinken. Ja, komm, lass mich. Nehmen wir noch einen zweiten Schluck. Ja, dann lesen wir mal hier Alice im Wunderland. Und dann werde ich mich mal zur Toilette begeben. Na, die öffnet sich nach innen, die Tür. Also nach innen öffnende Türen, die haue ich mir immer gegen die Nase. Es ist wie im richtigen Leben. Weißt du, ich gehe hier durchs Haus, mache die Tür auf, zack. Gebrochene Nase. Deswegen habe ich auch schon so einen Zinken. Weil ich mir ständig die Nase breche hier an den Türen. Tja, was willst du machen? Muss ja manchmal die Türen auch in beide Richtungen gehen, ne? Deswegen kann man nicht einfach nur Türen bauen, die nach außen öffnen, aber... Hui! Ach, wie gut gelaunt man doch immer noch sein kann hier auf diesem Schiff. Das ist ein Schiff der guten Laune. Ich bin mal gespannt, ob wir dann das Geld zusammen haben hier. Bin ich gerecht? Ja. Ausgezeichnet. Nimm dein Geld. Bin ich gerecht? Ach so, ich dachte, ich sollte den Garten rächen. Mit einem guten Rächen. Schön zerflügen alles. Na gut, der war schlecht. Ich gebe es zu. Vergesst es. Ich habe das nie gesagt. Niemals. Zum Hotelpagen. Energie. Oder, auf zum Atem. Du hast ein Problem, Kumpel. Takamura hat's auf dich abgesehen. Leg dich nicht mit den Yakuzas an. Die killen dich für ein paar Cents. Was denn? Du hast es vermurkst. Der Kapitän lebt noch. Was? Sie haben ihn ins Lazarett gebracht und eine Horde Schlägertypen vor die Tür gestellt. Sieh zu, dass du das ausbügelst. Sonst bist du heute Nachmittag um 5 Uhr Fischfutter. Okay. Ich habe ja noch meinen Regenschirm. Habe ich nicht noch eine Schusswaffe irgendwo? Schusswaffe? Ich guck mal hier ganz kurz. Zeitlimit habe ich jetzt aber nicht, ne? Obwohl der das gesagt hat. Donnerbüchse. nehmen wir mal mit. Die Donnerbüchse. Das wird mal meine Nummer 2. Und dann wollen wir mal ins Lazarett schauen. Dass der auch überlebt, der Captain. Ich habe den doch extra vergiftet. Von hinten mit der Spritze. In den Rücken gepiekt. Eine Krone. Ein Vulkan. Das Schwesterschiff. Dodos. Irgendwas. Hallo. Hallo? Sag mal. Alles klar, ich muss mich also da durchkämpfen. Das Problem ist, dass ich halt jedes Mal so eine Donnerbüchse verbrauche dabei. Na gut. Mit dem Pagen reden. Problem, ja, Kumpel. Ja. Aber ich darf da doch auch keine Waffe ziehen, oder?
Bin ich ja direkt hier verhaftet. Na, dabei fehlen mir nur noch ein paar tausend, 2000. Ich darf das nicht nehmen. Menno. Hallo? Mensch. Ach Mensch. Ich denke, das werden wir aber beim nächsten Mal sehen, wie es hier weitergeht. Deswegen sage ich auf Wiedersehen, bis dann und ciao.